Otto Groschenbügel. Groschenbügel. Moment mal, Moment mal. Genau das. Ach, das sind Sie. Jawohl, das bin ich. Von der Liebsten freundlich zu mir gesandt. Schmeiß halt dein Dreck woanders runter! Grütze Nesen aber, sonst kommen auf! Ich seh ich erst auf! Rauf! Na ja, hier rauf! Kann ja nicht! Aber kein Ballast mehr! Springen Sie ab, können Sie schwimmen! Da! Himmel, Herrgott, Sakrament! Schlankel, Dämmischer! Hat's Wurst, Trauriger! Auf, wie sag ich! Auf, wie! Ist auf, komm aus der! Ach du! Na nun, was ist denn hier los? Ich dachte, wir sind hergekommen, um zu fliegen. Was meint der Herr? Ich meine, stellen wir hier Kartoffeln oder fliegen wir? Wollen Sie? Ich kann ruhig einen der Herren mitfahren. Ah, Herr Groschenbügel, fahren können Sie mit der Straßenbahn, hier wird geflogen. Aber hat doch einer gesagt, ich soll in die Küche kommen, Kartoffeln schälen. Was wollen Sie? Kartoffeln schälen? Gehen wir hier mit Kartoffeln oder fliegen wir? Los, los! Dann fliegen Sie doch alleine. Gebaut aus etwas Holz und etwas Haut, an einem schönen Sommertag, der Mann dann auf der Nase lag. Nee, da ist ein, vom Motor, nee, da ist nur ein Stückchen, da ist ein Stückchen weg, ja. Und mit neun könnte ich wieder starten.